David, Weihnachten steht vor der Tür. Ein schönes Fest. Ist das auch ein Fest, was du ganz besonders liebst? Absolut. Es ist schon mit so einem Höhepunkt jedes Jahr. Und ich feiere das ja auch ziemlich traditionell, auch hier in Deutschland mit meiner Familie zusammen. Und, wie traditionell? Was habt ihr so für familiäre Traditionen? Ich glaube, wir haben immer Gans und Rotkohl und Kartoffelklöße. Und sowas isst du? Ja, sowas esse ich. Natürlich. Muss ja auch sein. Also ich glaube, da sollte man sich wirklich gerade zu Weihnachten nicht zurücknehmen. Ja. Beschenkt ihr euch auch zu Weihnachten? Absolut. Ne? Also Hast du alle Geschenke schon zusammen? Nein, noch nicht so ganz, aber da muss morgen noch mal ein bisschen was nachgeholt werden. Apropos Geschenke, weil man ja nicht zu Freunden geht, ohne Geschenke mitzubringen und weil ja morgen Weihnachten ist und du ja immer so ein Herz bist, habe ich dir auch ein bisschen was mitgebracht. Ach nee, echt? Oh, für mich? Mal gleich um. Oh, ein Geschenk. Oh, Geschenk. Geschenke. Also ich hoffe, es gefällt dir. Ja, super. Ich glaube, das passt auch ein bisschen zu der... Moment, andersrum. So, andersrum, andersrum. Ja. Moment, meine Damen und Herren, so viel Zeit muss sein. Ja? Hier, Icke. Tja, die Dame da oben hat ein Bügeleisen gekriegt, ne? Können Sie mal sehen. Superschön. Nee, mein Lieber, ich habe gerade gesagt, also dieses Stück ist ja traumhaft schön. Es ist ja von dem deutschen Komponisten Johann Sebastian Bach. Ja. Spielst du eigentlich zu Weihnachten auch dann irgendwie für die Familie was? Absolut. Wollen die was hören? Ja, man muss da ein bisschen durch. Also es ist schon Tradition und da werde ich mich auch nicht verdrücken können. Ja, von mir verlangt das keiner. Auch schön. Ja, also Johann Sebastian Bach, er gehört aber zu den Geigern, meine Damen und Herren, die auch schon mal selber Stücke schreiben, die sie dann auch, ich glaube, auf deinem neuen Album sind eigene Sachen drauf, ne? Absolut. Vier eigene Sachen drauf und das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, gerade weil, du hast es erwähnt, nicht viele Geiger machen es heutzutage, auch Kadenzen schreiben und wenn ich die Möglichkeit habe, das zu tun, dann ist das schon eine ganz große Ehre. Ich freue mich dann auch immer, diese Sachen zu machen. Nein, die Stücke sind doch echt schön, meine Damen und Herren. Wir hatten die Qual der Wahl. Was soll er heute Abend spielen? Ich weiß, er hat also sich auch schwer entschieden zwischen er und einem eigenen. Mhm. Ich glaube, es gab so einen eigenen, der lag dir besonders am Herzen. Welcher war für eine ehemalige Freundin geschrieben und ich habe gedacht, zu Weihnachten. Ja. Nein, wie heißt der Titel? Der hieß Chelsea. Chelsea? Mhm, Chelsea Girl. Chelsea Girl. Mhm. Aha. Wer ist denn Chelsea? Oh, das war eine, das ist eine gute Freundin von mir in New York. Und was heißt eine gute Freundin? Jetzt wollen wir es wissen. Ziemlich gut, würde ich mal sagen. Ziemlich gut? Und? Wo ist sie? In New York. Hat die dich verlassen, oder? Ja, die ist, was heißt verlassen? Die wohnt dort. Insofern ist es schon so, dass die zu Hause ist, nehme ich mal an. Also im Booklet hat er geschrieben, dieses Lied habe ich einer guten Freundin in New York gewidmet. Ich denke bis heute jeden Tag an sie. Aber unsere Beziehung hat einfach nicht geklappt. Weil wir unterschiedliche Leben gelebt haben. Ich übersetze das hier. Danach wird es eher tragisch. Das übersetze ich mal lieber nicht. Ja. Ja. Habt ihr noch Kontakt? Fast kaum. Also ich bin ja auch immer oft unterwegs. Ich glaube, das war auch mit so der Grund, warum die Sache nicht funktioniert hat. Und war schade. Aber ich bin der Meinung, ein Stückchen solltest du uns spielen davon. Also ich meine, du hättest es gerne gespielt, ich möchte es gerne hören. Er spielt jetzt, meine Damen und Herren, ein eigenes Stück. Und dieses eigene Stück heißt Chelsea Girl. Ja,
Surprise. Das ist eine Überraschung, was? Ich auch. Oh my God. Oh my God. That is like totally crazy. Sorry. So, meine Damen und Herren, das ist Chelsea from New York City. Und wir sind sehr froh, dass sie die Reise mit uns gemacht hat. Du kannst sie dann hier ablegen, die Geige, ne? Soll ich die halten, aber darf man nicht? Nee, ich halte sie schon. Also, ja, nur sag was. Wow, I'm totally shocked. I'm really seldomly speechless. Also ich finde die Worte nicht. Also, er ist sprachlos. Dann lassen wir mal. Ja, noch ein bisschen, bitte, noch ein bisschen. Ich habe ja nie Zeit gehabt, wirklich sie in den letzten halben Jahren überhaupt zu sehen. Ich war immer unterwegs gewesen und das ist schon eine riesige Überraschung. War wirklich schön. Oh. Wahnsinn. Chelsea, welcome in Halle. Thank you. Did you know that he wrote this song for you? Nein, wusste ich nicht, dass er das geschrieben hat. Bis vor kurzem wusste ich das überhaupt nicht. He actually texted me. Ja, er hat mir eine SMS geschickt vor zwei Tagen und da hat er es mir gesagt. Und warum sind Sie so wirklich so ganz schrecklich gerne hierher gekommen? Oh, to see David, of course. Na, klar, um David zu sehen. Und das Zweite ist, sie ist wirklich extrem stolz. Sie ist wirklich extrem stolz, dass er diesen Weg gegangen ist, dass er diesen Erfolg hatte oder jetzt diesen Erfolg genießen kann. Denn als ihr beide zusammen wart, war das noch nicht ganz so, richtig? Nee, es war natürlich sehr, sehr wenig Zeit, wirklich sich kennenzulernen. Und wir sind immer so von. No. Wir haben nie wirklich Zeit gehabt, wirklich das auch mal so durchzuziehen. Das war sehr schade gewesen. Das weißt du ja auch, dass ich das immer so gesehen habe. Ne? Oh. Und das ist jetzt dein Weihnachtsgeschenk von mir. Das ist, eines der schönsten Weihnachtsgeschenke. Also jetzt bin ich froh, dass ich dir was mitgebracht habe, weil sonst hätte ich mich ganz schlecht gefühlt. Wow, nicht schlecht. Oh, thank you. So, dann würde ich sagen, genießt die Zeit jetzt. Enjoy your time. Okay. Wir haben nachher auch noch eine wunderbare Aftershow-Party, wenn ich euch da nicht sehe, ja, weiß ich Bescheid. Okay, aus dem Rest halte ich mich raus, es ist Weihnachten. Vielen Dank. Vielen Dank, Carmen. Erstmal nochmal Merry Christmas, Chelsea. Christmas. Thank you for Thank coming. You so much yeah? And this is your way back. Okay, perfect. Vielen Dank.